Zu unserem Mittagsformat CMC TV Nachgefragt am Mittag. Mein Name ist Tsibusiso Khumalo und in diesen turbulenten Zeiten möchten wir uns ganz gerne einem Umkehrsignal widmen, das sich aus unserer Serie der Kerzenformationen herausstellt. Der klangvolle Name, und so ist es ja meistens mit den Kerzen, dass sie sehr klangvolle Namen in ihrer Formation haben oder sehr pittoreske Namen haben, ist in diesem Fall Morning Star und Evening Star. Schauen wir uns einfach mal an, was diese beiden Stars uns heute als Sternchen am Charthimmel zeigen möchten. Die Formation ist sehr diffizil. Sie jetzt aus einem Chart herauszulesen, sehr schwierig. Zum Morning Star lässt sich jedoch sagen, dass es eine Kerzenformation ist, die sich jeweils immer aus drei Kerzen herausbildet. Ich werde Ihnen gleich ein Muster zeigen, denn hier ist keine echte Formation sichtbar. Sie können das immer nachprüfen, indem Sie auf unser Muster draufgehen hier unten. Dann für den Morningstar eben zum Beispiel M eingeben. Und dann kommt auch schon hier der Morningstar. Wenn Sie keinen Treffer hier finden, dann ist das eben in diesem lebenden Chart so. Ein Morningstar ist eine Kerzenformation, die aus drei Kerzen besteht. Bei technischen Analysen wird diese Kerzenformation meist als bullisches Signal gedeutet. Bullisch ganz einfach deswegen, weil wir aus einem Downtrend kommen. Wir können uns das ja mal eben hier anschauen, ungefähr wie die Trendfolge sein wird. Also der Trend geht nach unten, wir kommen aus einem Downtrend heraus und dann bildet sich innerhalb von drei Kerzen so etwas heraus. Wir gucken uns gleich den richtigen Morningstar auch an. Ein Morningstar formt sich dementsprechend aus einem Downtrend heraus und läutet den Beginn eines Aufwärtstrends ein. Trader schauen sich in der Regel erst die Ausformung an, um dann nach Bestätigung dieser Trendumkehr in entsprechenden Indikatoren weiterzusuchen. Also einzig und allein, und jetzt schauen wir uns mal die reine Lehre mit der Quellenangabe eines Research-Unternehmens Market Realist an. Der Downtrend ist hier eingeläutet und Sie finden dann den Morningstar, das Morningstar-Pattern in folgenden Kernmerkmalen. Erstens, ein Morningstar ist eine Kerzenformation, die von einer großen roten Kerze und einer kleineren roten oder grünen Kerze mit einem kurzen Körper und einem langen Docht gefolgt wird. Große, lange Kerze, kurze Kerze, langer Docht. Die dritte Kerze ist immer eine grüne Kerze und die mittlere Kerze deutet auf ein Zeichen der Marktunentschlossenheit hin. Also es kann auch durchaus sein, dass hier die Bullen kurzfristig nochmal an die Bären abgeben und die Färbung dementsprechend nochmal anders ist. Aber die dritte Kerze bestätigt dann auch immer in ihrer Farbe die Trendumkehr. Ja? Das ist das Pattern zum Morningstar und wie gesagt, er ist leider sehr selten sichtbar. Genauso verhält es sich, wenn wir uns jetzt mal seinen Gegenspieler, den Evening Star, anschauen. Also da einfach wieder auf Muster gehen und dann die Kerzen anklicken und dann einfach mal den Evening Star suchen. Und Sie werden feststellen, auch den suchen wir in unserem Chart vergeblich. Weil er so selten ist, ist er auch nochmal hier in der Gegendarstellung als Evening Star sichtbar. Sie sehen hier in der Gegenüberstellung sehr schön den Unterschied. Voran geht immer eine lange grüne Kerze, eine mittlere rote Kerze dementsprechend folgt hier dieser grünen Kerze, dann dementsprechend folgt eine kurze rote Kerze und eine lange rote Kerze folgt dann anschließend. Bezeichnend dafür ist, dass die erste Kerze aus einem Aufwärtstrend heraustritt. Und die Folgekerze schließt oberhalb der ersten grünen Kerze ab. Trader sehen in dieser Formation den Beginn einer Trendumkehr vom Abtrend in einen Downtrend. Das sind unsere beiden Stars für heute, Morningstar und Eveningstar. Sie sehen, bei den Kerzenformationen macht es immer Sinn, sich zu vergegenwärtigen, ist das jetzt wirklich die Formation, die ich hier rauslesen kann. Was bei uns hilft auf der Plattform, lassen Sie mich das ganz kurz nochmal zeigen, ist eben, dass Sie jederzeit uns anrufen können, wenn Sie unsicher sind, oder aber hier immer auf Muster gehen, dann dementsprechend unter Kerzen
Ihre Kerze eintragen. Und wenn sich das Pattern hier durch Anklicken bestätigt, dann können Sie sicher sein, das ist auch die Kerze, die Sie herausgelesen haben. Und ansonsten sichern Sie sich auf jeden Fall immer durch Ihre bekannten Werkzeuge ab. Denn eine Kerzenformation alleine macht natürlich noch keine Chartanalyse, wie Sie sich vorstellen können. In aller Kürze war es das für heute wieder. CMC TV nachgefragt am Mittag. Natürlich morgen wieder mit einem spannenden Thema. Ich freue mich. Bis dahin wünsche ich Ihnen erstmal einen guten Appetit. Bleiben Sie uns gewogen. Bis dahin. Tschüss. Abonnieren Sie jetzt unseren YouTube-Kanal und erhalten Sie immer die neuesten Analysen und Trading-Strategien.